Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Ich hab mal geguckt, wo es denn die ganzen die Rüstungsteile gibt. Und ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde das jetzt mal ein bisschen nach Vorlage machen. Das heißt, ich werde hier ab und zu kleine Pausen reinmachen, kleine Schnitte. Weil ich mir dann das nochmal genauer angucken will, wenn ich dann da bin. Damit ich da halt nichts verpasse. Und ich hoffe natürlich, dass ich überhaupt noch alle kriegen kann, weil bei einer bin ich mir nicht so sicher, muss ich ehrlich gestehen. Das wird interessant. Kann ich hier runter? Ohne zu sterben? Nein. Das ist jetzt blöd. Naja, wollte ich eigentlich auch mal rüber. Ach komm, jetzt muss ich schon. So. Halt, stopp! Halt, stopp! Halt, stopp! Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. So, dann werde ich mich nämlich erstmal überall hinporten, wo es diese Rüstungsteile gibt. Manche sind echt gut versteckt, muss ich sagen. Und dann muss ich erstmal gucken, ob ich dafür nicht zu blöd bin, die zu bekommen. Hallo. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo waren das? Die Kreuzung, Glühner Geigenturm, Ascheland. Fuck, wo war denn das eigentlich? Die Treppe ziemlich. Die Kreuzung. Glühender Galgenturm. Asche. Wo war denn? Die Kreuzung. Die war das aber nicht. Warum ist das ein nicht erkundetes Gebiet? Das ist doch Bullshit. Der Würgeacker nicht, Zwielichtkathedrale auch nicht. Eingestürzte Treppe ist es auch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin, weil hier ist sowieso auch noch so ein Bruchstück von dem Schwert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da hinkomme. Das ist ein bisschen kacke jetzt. Aber irgendwie wird das schon. Ich bin da überzeugt von. Ich habe ja nur so ein Video gefunden, wo das ein bisschen blöd beschrieben ist. Ich dachte, okay, ich finde das schon. Ich muss da nochmal vielleicht gleich detaillierter gucken, dass ich das richtig finde, wo ich dafür hin muss. Ist zwar mit Hilfe, aber immerhin Abgrundrüstung. Ne? Kann man ja mal machen. So, das ist falsch. Also hier wäre ich definitiv falsch. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Ja. Bla. Wie komme ich denn da hin? Komme ich gar nicht hin. Naja, egal. Auf Wiedersehen. Ach, deine Mutti. Hier. Yeah. Zack, Junge. Weg mit dir. Na gut, dann hauen wir die mal kurz zu Klump, weil sie wollen es ja nicht anders, anscheinend. Oh, weg. Was? Oh, ich hatte gar keinen Bock, gegen euch alle zu kämpfen. Lasst mich in Ruhe, ihr Arschkrampen, ey. So. Hat voll viel Sinn gemacht bei den ganzen Gegnern, die hier waren. So, jetzt aber. Macht ein bisschen mehr Sinn, weil hier auch mehr sind. Habe ich hier irgendwie die Möglichkeit, hoch zu mich zu ziehen? Nee. Hä? Oh, was ist denn hier los, ey? Ich bin ja berühmt. Fuck, ich habe nicht genug. So, dich hauen wir mal kaputt. So, dich auch. Es ist natürlich jetzt interessant, weil ich gar nicht weiß, wie ich da hochkomme, aber gut. Das soll ja wohl auch... Ach, jetzt kommen die... Ja, da ist er. Ach, ich weiß... Ah, so komme ich da hoch, alles klar. Getreues Ross, komm bitte. Brauche deine Hilfe. So. Das, ah ne, Moment, hier rauf, okay. Scheiße, das war schon mal Fail. Lass mich mal bitte in Ruhe. Ich habe gesagt, lass mich mal bitte in Ruhe.
Wenn sie mir doch nur einmal zuhören würden. Ah ja, ich weiß. Muss ja, ne? Muss ja, muss ja. Das wird doch... Okay, warte, 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 warte. Oh, scheiße. Fuck. Scheiß die Wand an, ey. Ohne Witz. Okay, das wird jetzt lustig. Ich muss dann währenddessen wechseln. Alles klar. Versuchen wir's. Das Ding, okay, das Ding habe ich da. Alles gut. Wenn ich in der Luft bin, muss ich es benutzen. So, zack. Hopp. Und... Hopp. Und... Juhu! So, wir gehen erstmal hier hin. Wo ist denn das Ding jetzt? Ach so. Ach so, dahin. Ach, das ist das, was ich die ganze Zeit gesehen habe. Ich verstehe. Dann nehmen wir uns das mal. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich müsste eigentlich, wenn ich doch da durchgehe, komme ich da hin, ne? Ah, muss ich mal gleich gucken. Ich glaube schon. Ich müsste ja eigentlich da ankommen, wo Samael gewartet hat. Oder gewartet, wo er war. Ich hoffe schon. Weil da ist eins ganz gut versteckt. Aber wirklich richtig gut. Oh, guck mal, hier ist eine Lebenstruhe. Oh, die nehme ich doch mit. Kennen wir nicht. So, dann muss ich hier wieder durch. Halt die Backen und... Halt die Backen. Da. Wir ignorieren die mal so ein bisschen, weil... Ne, die können ja eh nichts. Halten mich jetzt nur auf, im Grunde. Weg mit dir. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, aber hier komme ich schon dahin, wo ich hin muss. Oder hin möchte. Der Sprung dann, also ich muss dann einen gewissen Sprung machen, der wird lustig. Jawohl, hier bin ich doch. Ach so, okay, das ist der glühende Galgenturm, okay. Das hätte ich aber nicht gedacht. Und er geht. Was für ein Ding, aber auch. Junge, Junge. Oh, was denn hier? Lol. Ein Tor. Wo mag mich dieses Tor hinführen, ist die Frage. Hä? Keine Ahnung. So, Moment. Das war jetzt irgendwo... Das war nicht... War das hier? Scheiße. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Ich... Ah, fuck, ey. Ich glaube, warte mal. Ja. Irgendwo hier war's. Jawohl. Aha. Hier ist nämlich ein Teil der Abgrundrüstung. So. Das Ding habe ich. Mir fehlen noch drei. Ach komm, hier komme ich schon direkt wieder hoch. Sehr schön. Ich weiß nur nicht, was das für ein komisches Portal war. Das ist aber komisch. Und das meine ich jetzt ernst. Ein Ding ist auch noch da, wo wir die Quälerin getötet haben. Da weiß ich leider nicht mehr, wie ich... also, ja. Ne, Moment. Ich gehe mal zu Vulgrim. Bei Vulgrim mache ich gleich mal eine kurze Pause. Also einen kleinen Cut für euch. Und dann will ich schon mal gucken, was da abgeht. So, das Schild machen wir kaputt. Okay. Wir lassen es nur umfallen. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. So, mein liebster Vulgrim. Wo bist du denn? Da bist du ja. Ich mache hier eine kurze Pause. Bis gleich. So. Da sind wir am zweiten Ort, wo wir hin müssen. Und hier bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob ich den hier schon habe. Erstmal gucken, wo ich hier hin muss. Das scheint fast... Nee. Ich glaube, ich muss eher hier rauf. So, das scheint richtig zu sein. Jetzt muss ich... Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo das war. Mann, ey, jetzt geht mir doch nicht auf den Sack, ihr kleinen Pissviecher. Ich hätte mir das vielleicht vorher ganz kurz mal nochmal angucken sollen.
Also muss ich eh erstmal hier ein bisschen schnetzeln, weil die mir auf den Sack gehen, die Pisser. Pissar, geh weg. Boah, ey, wie viele sind denn hier? Meine Fresse. Hier gibt es irgendwo einen kleinen Durchgang und da würde das sein. Ich bin jetzt nur gerade so blöd, auch den zu finden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich weiß, verdammt, in welche Richtung hätte ich denn da gehen müssen? Schön ist die Wand an, ey. Es könnte auch hier gewesen sein. Oder ist es das? Nee. Nee. Ah, da, Mensch. Da ist sie, die Höhle. Zum Glück verlieren wir hier keine Lebensenergie oder keine Luft. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich die schon habe. Verdammt. Okay, die habe ich schon. Das heißt, wir sehen uns am nächsten möglichen Ort wieder. So, da bin ich erstmal wieder zurück. Wir müssen auch nochmal hier durch. Sofern wir dann wieder in den schwarzen Turm kommen. Ich glaube aber schon. Und hier gibt es nämlich auch noch einen so einen Teil. Das hätte ich mir auch direkt holen können, wenn ich es denn gewusst hätte, dass es da ist. Hätte ich mir das jetzt erspart, aber dann hätte ich mir eigentlich alle geholt. Ja. Das hätte ich dann wohl gemacht. Naja, egal. Toll. Jetzt springen wir hier rüber. Na, das ist nervisch, nervisch, nervisch. Jetzt habe ich noch einen Schluck auf. So, der schwarze Thron. Das ist super. Denn das ist nicht alles. Jetzt muss ich mich erstmal gucken, wie ich wieder nach oben komme. Ey, das ist so. So. Ich lasse sie mal ein bisschen vorbauen, die Brücke. Darf ja auch nicht zu lange warten, weil hinten geht die auch schon wieder down. So. Zack. Und hier ist Zimmer wieder. Ist das nicht wunderhübsch? Dass wir nochmal hier sind, na Mensch, ich bin begeistert. So, ich brauche... Wir haben nämlich ganz viele. Hier, man sieht's. Und hier genau muss ich nämlich hin. Warum ist die scheiß Tür zu? Das ist spontan ungut. Hm. Ach, oder von... Ja. Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Dann wohl hier durch, da lang, dorthin und dann haben wir Spaß oder so. Ah ne, ich wollte ja hier noch die... Warum hole ich das mir? Verdammt. So. Und so. Hallo. Muss das schon aufmachen, sonst geht das nicht. Herr Krieg. So, dann mal hier mal ein aufgeladenes Ding, damit wir da auch hochkommen. Hopp. Jetzt ist natürlich das Problem, ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich da hochkomme. Ja, das muss ich mal ganz klar so sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie ich von hier wieder wegkomme. Aber das macht ja nichts. Das werde ich schon irgendwie herausfinden. Erstmal muss ich aber gucken, wie ich jetzt dahin komme, wo ich hin muss. Das wird jetzt nämlich ein Spaß. So. Hier irgendwo war doch dieses komische... Nee, da nicht. Da. Da ist es. Man könnte theoretisch auch hier runter, weil da gibt es ja auch diese Portale, aber nö, wir brauchen es nicht. Wir können das so, weil wir gut sind. Ne? So, dann dadurch. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier richtig bin. Jetzt kommt nämlich erstmal dieser Scheiß hier. So, okay, pass auf. So, zack. Zack. So, das Ding ist weg.
Jetzt muss ich es aber natürlich richtig treffen. So, aufgeladen, wunderbar. Direkt durch und da bin ich. Und jetzt wird es nämlich interessant, weil jetzt muss ich kurz gucken, wo muss ich hin? Ich muss nach unten, wie es scheint. Okay. Ich glaube es zumindest. Ja, richtig. Und zwar richtig gemein versteckt der Rotz, ja. Pass auf. Das Ding dreht sich ja gleich nochmal. So, zack. Und jetzt, wenn es sich da lang dreht, stehe ich hier immer so blöd rum, weil ich wollte jetzt noch gar nicht springen. Naja, jetzt, ja gut, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, außer mich in den Tod zu stürzen. Juhu. So, gut, jetzt haben wir aber das schon mal. Wo kriege ich jetzt so ein... Ach, fuck. Okay, ich muss jetzt auf die andere Seite und das mache ich jetzt. Denn hier haben wir ja so ein Teil. Kein Problem, das können wir jetzt hier auch aufmachen. Da dreht er sich wieder. Ach, der dreht sich aber zu schnell, ja. Ich muss das anders... Ich muss, wenn er sich komplett von mir abgewandt hat, schon mir das Ding holen. So. So. Puff. Und da verbirgt sich ein weiteres Teil der Abgrundrüstung. Ziemlich gut versteckt, muss ich sagen. Man soll es natürlich auch nicht so einfach finden, klar. So. Da. Jetzt kann ich. Hopp. Und da Hammers. Jawohl. Das ist dann Teil Nummer 8, richtig? Richtig. Moment. Richtig. Zwei Stück fehlen mir noch und ich glaube zu wissen, wo sie sind. Deswegen würde ich sagen, da sehen wir uns dann wieder. So, ab hier nehme ich mal wieder auf. Das ist die Örtlichkeit, sage ich jetzt mal, wo wir Silita getötet haben. Hier muss ich halt jetzt erstmal gucken. Ich muss mich jetzt irgendwie zur nächsten Tür schwingen. Die ist da drüben, okay. So. 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 Jetzt noch eine Textform, was hier noch auf dem zweiten Monitor. Das heißt, hier irgendwo muss ich über Ranken hochklettern. Das dürfte hier sein. Hier gibt's. Nein, hier gibt's keine Ranken. Okay. Bedeutet zack. Zack, zack. Ah, genau. Ich kann mich gerade dran fast erinnern. Warte mal, hier irgendwo. Da. Zack. Zack. Und da haben wir sie schon. Das ist Teil Nummer 9. Unser letzter Weg für das letzte Stückchen der Abgrundrüstung führt uns zurück ins Ascheland. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Und da sind wir im Ascheland. Wir müssen hier über die Seelenbrücke rüber. Und hier befindet sich auch das letzte Rüstungsteil, das wir uns holen müssen. Jetzt muss ich allerdings kurz mal gucken, wo genau es sich nochmal befindet. Ich habe es gerade schon gesehen, als ich hergekommen bin. Halt. Spring mal hier bitte ab. Ich glaube nämlich auf dem Turm ist das. Ja. Da oben sieht man die Kiste. Jetzt gilt es da irgendwie hinzukommen. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich vermute, wir werden das schon irgendwie schaffen. Ich hoffe es zumindest, weil sonst ist es ziemlich doof. Ja? So, da komme ich nicht runter. Gut, wir versuchen es mal einfach. Ich muss jetzt... Das ist jetzt ein bisschen Try-and-Error-Prinzip. Ja, mal gucken. Warte mal, oder kann ich damit nicht komplett nach oben? Wir gucken mal, ob ich da nicht ganz nach oben komme. Nee, komme ich nicht. Ja gut, das ist natürlich jetzt scheiße. Aber kein Problem. Ich versuche erstmal hier drüber, da nach oben zu klettern, aber dann hätte ich sie doch schon gehabt. Ah, siehst du, hier komme ich mich nicht ganz nach oben. Ich muss nämlich irgendwie von da hinten da hoch. Oder da hinten und dann dort und ach ja, mei. Was weiß denn ich, ne? Ach so, guck mal, ist ja auch cool. Auch nicht so verkehrt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme.
So schon mal nicht. So auch nicht, das ist super. Hier auch nicht, okay. Ach, geh weg, Junge. Lass mich in Ruhe. So, irgendwie, ja, wie gesagt, der Turm ist das, ne? Ja. Okay. Dann, ich könnte jetzt hier lang, da lang, dort lang. Ich weiß es nicht. Mal kurz hier. Na, das ist ein bisschen zu hoch. Da komme ich so nicht hin. Kannst du knicken? Kannst du knicken? Dann werde ich mal versuchen, irgendwie hier durch. Vielleicht bringt es was. Ich komme auf jeden Fall nach oben hier. Ob mir das was bringt, kein Plan. Schön wär's. Schön wär's. Wobei, vielleicht. Moment. Maybe bringt es mir ja doch was. Ich bin gespannt. Aber vielleicht auch nicht. Weil hier bin ich irgendwie ganz woanders. Ja, nee, das ist jetzt auch falsch. Das gibt doch nicht. Was da los? Verdammt, wie komme ich denn an die Scheiße ran, ey? Das ist echt tricky, tricky. Geht zu den allerersten Bordtürmen, wenn ihr... Ich schließe das mal ganz kurz so ein bisschen mit, ne? Und schaut auf die Karte, jetzt die zwei Erhebungen. Die helleren Plätze. Eine kleinere beim Höhleneingang, die uns aber nicht interessiert. Und eine weiter oben, die etwas größer ist. Reiter reitet ans obere Ende dieser Erhöhung. Dort findet ihr eine Strömung. Oben drin. Lauft den Weg entlang, ignoriert die Ranken zu eurer Linken und schwingt euch mit den Abgrund. Schaut hier nach rechts. Okay, das ist jetzt super. Okay. Ich guck mal ganz kurz die helleren Teile. Jetzt ist natürlich die Frage, was will der von mir? Ha? Meint er das? Meint er das? Was meint er? Was meint die? Meint die das? Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht hier auf der, vielleicht, er muss irgendwie, da muss das sein. Wir müssen jetzt gucken. Da unten ist zwar auch so ein Ding, aber das kann es nicht sein, weil da komme ich nicht hoch genug. Außer ich muss von der irgendwie anderen Seite oder so, von da. Ich habe halt leider keine Ahnung. Ah, hier, guck mal, hier ist so eine Strömung. Juhu! Oh, wir sind der Abgrundrüstung ganz, ganz nah. Im Hintergrund natürlich die epischen Blitze, die dieses Schauspiel, dieses Spektakel, könnte man sagen, bezeugen wollen. So. Hopp. Und nun ist es nur noch ein kleiner Sprung, und zwar der da. Warte mal. Nicht runterfallen, Krieg. Zack. Zack. Und nun öffnen wir die letzte Truhe. Und wir sind im Besitz der Abgrundrüstung. Diese legendäre, präzise angefertigte Rüstung ermöglicht es Krieg, viel mehr Schaden auszuhalten. Das wäre jetzt auch natürlich erbärmlich, wenn sie genau das Gegenteil tun würde. Sie sieht auch etwas anders aus. Wie man sieht, Krieg ist jetzt etwas mehr in Schwarz gehalten. Auch sein Gesicht ist nicht mehr, ist irgendwie gar nicht mehr vorhanden. So, dafür die Mühen. Kann man die eigentlich auch ablegen? Nö. Nö, eigentlich nicht, ne? Wir haben die Abgrundrüstung zusammengetragen, wenn man jetzt so möchte. Dann können wir hier auch gepflegt runterspringen. Zack, dann holen wir uns mal Ruin. Reiten zurück zu unserem Freund Wulgrim. Und in der nächsten Folge geht es dann natürlich damit weiter, dass wir die restlichen beiden Bruchstücke der Armageddon-Klinge holen. Und dann wird das Schwert, die Armageddon-Klinge, neu
geschmiedet. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch vielleicht auch ein bisschen geholfen, wenn ihr das selber mal spielen wollt. Das ist natürlich jetzt nicht alles zusammengetragen, aber die letzten 5, sage ich mal, das ist ja auch eine Hilfe. Die restlichen sind halt ein bisschen verteilt im Let's Play. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute!